Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Eigenanteile im Pflegeheim senken, Menschen mit Pflegebedarf finanziell entlassen, so der Antrag der Fraktion Die Linken. Deutschland, ein Land, wo wir gut und gerne leben. Wir kennen ja den Spruch alle. Und diese Menschen, um die es hier geht, die leben gerne in diesem Land, aber offensichtlich leben sie nicht gut in diesem Land, zumindest einige oder relativ viele nicht. Es geht hiermit somit um Menschen, die die besondere Hilfe im Alter benötigen. Ehemalige Leistungsträger der Gesellschaft, die das erwirtschaftet haben, was wir heute hier genießen. Insofern ist es eine Schande, dass wir über so etwas überhaupt reden müssen. Wir stimmen hiermit mit Ihnen überein, dass eine unwürdige Behandlung im Alter nicht hinzunehmen ist. Insofern ist der Vorschlag der Linken ehrenhaft, widerspricht aber in den Vorschlägen, die sie machen, allen betriebswirtschaftlichen Gesetzen. Die Tatsache ist hierbei, dass ein Pflegeheim ein Privatunternehmen ist und somit gewinnorientiert auch arbeiten muss. Der Geldgeber, der ein Heim errichtet, muss die Verzinsung des eingesetzten Kapitals natürlich erreichen. Ansonsten würde er dieses Heim nicht bauen. Das haben Sie vermutlich übersehen. Einfach zu sagen, ihr dürft keine höheren Kosten ansetzen, obwohl diese vorhanden sind, ist gelinde gesagt betriebswirtschaftlicher Unsinn. Die Kostensteigerung resultiert auch aus der Erhöhung der Nebenkosten, verursacht durch den Staat, der somit durch die höheren Belastungen auch verantwortlich ist. Auf die nicht privaten Träger gehen Sie im Antrag gar nicht erst ein. Man könnte überlegen, ob Pflegeheime nicht als Pflichtaufgabe ohne Gewinnerzielungsabsicht zu führen sind. Aber das würde dem Wettbewerbsgedanken widersprechen. Was gibt es nun für Lösungen, den Pflegebedürftigen zu helfen? Die Forderung, die Sie im Punkt Arabisch 3 aufmachen, hören Sie erst mal zu, dann können Sie rumhängern, nämlich die Übernahme der krankenpflegerischen Leistungen im Pflegeheim durch die Krankenkasse, nicht durch die Pflegeversicherung zu bezahlen, ist richtig und nachvollziehbar, auch bezogen auf die Milliardenüberschüsse der Krankenkassen. Dazu gehören beispielsweise Wundbehandlung, Blutentnahme, Blutdruck, Messen, Insulin und so weiter und so weiter. Und wenn somit die genannten medizinischen Leistungen, die durch die Pflegekräfte erbracht werden, den Krankenkassen in Rechnung gestellt werden können, wäre das eine große Entlastung. Das würde die Kosten senken. Zum anderen ist es natürlich auch nicht hinnehmbar, dass bei denen, die auf Unterstützung angewiesen sind, wenn zum Beispiel bei einem Heimplatz von 3.000 Euro die Rente nicht ausreicht, der Pflegebedürftige von seiner Rente nur einen Selbstbehalt von diesem sogenannten Barbetrag gleich Taschengeld von 112 Euro behalten kann, Regelbedarfsstufe. Meine Damen und Herren, das ist eine Schande. 112 Euro. 112 Euro bekommen die Menschen, die dieses Land mit aufgebaut haben. Ja, die haben aber auch Bedürfnisse. Die müssen zum Friseur, die müssen was einkaufen, die haben auch Enkel, wollen mal ein Geschenk machen. 112 Euro. Überlegen Sie sich mal das. Ich glaube, einige von Ihnen denken sich, ich komme eh nicht in die Lage. Was interessiert mich das? Diese 112 Euro. Das Schonvermögen von 5.000 Euro ist bezogen auf die Lebensleistung dieser Personengruppe ebenfalls nicht akzeptabel. Weiß nicht, was Sie sich immer aufregen. Ich trage doch bloß Tatsachen vor. Ein weiterer Punkt, auf den Sie nicht eingehen, sind die unterschiedlichen Pflegesätze bei der häuslichen Pflege. Das sind die ambulanten Pflegedienste gegenüber denen, die zu Hause pflegen, die also nicht ambulante Pflegedienste sind, fast doppelt so hoch. Das heißt, der Unterschied ist gewaltig. Das bedeutet natürlich auch, dass die Angehörigen wenig Interesse oder auch das teilweise gar nicht können, weil sie durch diese geringen Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, benachteiligt sind. Und hier ist es geboten, die Leistungssätze des § 37 Sozialgesetzbuch den in § 36 gleichzusetzen. Erstens wegen der Gerechtigkeit der anfallenden Belastung derer, die zu Hause pflegen. Und zweitens kann dadurch auch die Nachfrage nach Aufnahme in ein Pflegeheim verringert werden, was auch zu einer Senkung der Angebotspreise bei den Pflegeeinrichtungen führen könnte. Das scheinen Sie auch zu meinen, haben es aber nicht explizit aufgeführt, zumindest habe ich Ihren Antrag so verstanden. Bleibt trotzdem das Problem, welches wir generell im Gesundheitswesen haben. Die Beiträge werden hoheitlich eingetrieben, die Ausgaben aber durch Private vorgenommen, mit einer nur eingeschränkten Kontrollmöglichkeit einer angemessenen Kostenstruktur in den Pflegeheimen. Fazit: Der Antrag ist in der Sache richtig, substanziell aber unzureichend, muss aber angegangen werden, weil es hier um Menschen geht, die ein Recht darauf haben, anständig leben zu können.
Und nicht zu vergessen, meine Damen und Herren, es könnte jeden von uns auch einmal treffen. Und da sollten wir ab und zu auch mal dran denken. Recht vielen Dank.